Wir sind heute mit dem Caritas Adventsengel im St. Maria Elisabeth Haus in Bad Lahr und zwar in der Holzwerkstatt. Und das ist der Peter. Peter ist sozusagen derjenige, der das Ganze leitet und Robert hilft uns dabei mit. Und wir wollen heute etwas herstellen, das im Endeffekt dann so aussehen wird. Das können Sie auch selbst zu Hause herstellen. Also dekorative Tannenbäume. Wir brauchen ein paar Sachen dazu, Peter. Also genau. Auf jeden Fall Holz erstmal. Ne? Holz, eine Schablone, ja. Bleistift eben zum Anzeichnen. Sowas als Schablone. Genau. Ne? Die kann man einfach dann aufs Holz legen wahrscheinlich. Genau, wir zeichnen das an und dann geht zum Sägen rüber. Einmal haben wir eine Dekopiersäge eben halt hier. Wer sowas Schickes nicht zu Hause hat, der kann eben eine handelsübliche Laubsäge eben halt nehmen. Und diesbezüglich das Holz eben halt dementsprechend auch, nachdem es eingespannt worden ist, auch aussägen. Und danach wird es geschliffen und dann lackiert. Aber erstmal sind wir noch nicht so weit. Robert, vielleicht kannst du schon mal uns einen Tannenbaum anzeichnen. Ich nehme einfach mal das Holz. Also hier sind die Schablonen quasi schon drauf. Wenn Sie es toll haben zu Hause, Dekopiersäge, kann ich einfach mal zeigen, wie es funktioniert. So. Sehr laut ist, aber das ist die eine Variante, die Sie machen können. Das andere geht natürlich auch und zwar, das haben wir schon angezeichnet, einfach den Bleistift nehmen. Darf ich den nochmal haben, Robert? Ja. Den Bleistift nehmen, dann zeichnen wir das nämlich hier drauf an. Man muss ein bisschen aufpassen, dass beim Anzeichnen die Spitze nicht abbricht, weil das hat man nachher ein Problem. Und das ist natürlich etwas so ein bisschen, wie soll ich sagen, Feng Shui, ne? Also dass man dann richtig schön davor sitzt und mit der Säge ansetzt, wenn es denn funktioniert. Da kann man ganz locker einmal durchhauen. Das ist ein bisschen Meditation, glaube ich. Auf jeden Fall dabei. Man muss auch genau aufpassen. Ich mache das auch hier jetzt nicht weiter, weil das Endergebnis, das können wir Ihnen ja schon mal zeigen, das würde dann so aussehen. Jetzt sind die Kanten natürlich noch ein bisschen hart, das ist alles nicht so schön, aber da gibt es ja die nächste Station, die man dafür braucht. Einfach Schleifpapier, genau. Schleifklotz und genau, und dann geht es weiter. Die Ecken, Kanten brechen und dann geht's. Das gucken wir uns jetzt an. Das machen wir gemeinsam, das machen wir gemeinsam, du und ich. Tja, und nach dem Schleifen sehen dann die kleinen Bäumchen so aus, da ist nichts mehr dran, wo man sich die Hände mit kaputt machen kann, wo man sich einen Splitter reinzieht. Und wir sind jetzt hier eine Werkstatt weitergegangen zu Annette. Und Annette, hier wird sozusagen der Tannenbaum vollendet. Welche Farben sind das, die ihr hier verwendet? Genau, wir verwenden hier Acrylfarben, die wir gut mit Wasser verdünnt haben. Das ist nachher, dass die Maserung des Holzes sehr gut wieder durchkommt. Ja. Alternativ könnte man auch Wasserfarben nehmen, die sehr wahrscheinlich jeder zu Hause hat. Ja, und das ist ja eigentlich ganz einfach. Kann man die eigentlich noch lackieren oder macht ihr das gar nicht hier? Also ich finde es ja eigentlich auch ganz schön, wenn die so sind, wie sie sind. Das heißt also, dass man das nicht unbedingt lackieren muss und sie nicht glänzen. Wie macht ihr das? Nein, wir lackieren nicht. Wir lassen das naturbelassen. Wie lange trocknet das Ganze dann? 12 Stunden. 12 Stunden. Super. Und das sind alle in verschiedenen Farben. Die können sich natürlich aussuchen, bemalt. Ich lege das erstmal zur Seite. Und wenn Sie sich da so einen kleinen Tannenwald aufbauen wollen, können Sie das so machen. Also wir haben ja hier verschiedenste Farben. Hier sogar ganz unbemalt, macht sich auch ganz gut. Und so kann dann Ihr kleiner Weihnachtswald zu Hause für die Krippe oder auf dem Dekotisch aussehen.